Ja, vielen Dank. Ich möchte da einfach nochmal nachhaken. Also zum einen, Frau Koch, ich war lange im Bundestag und da wird auch mit harten Bandagen gekämpft. Ich habe gehofft, dass es hier ein bisschen anders zugeht. Aber was dort nicht passiert ist, dass parlamentarische Rechte abgesprochen werden. Und das Recht, Fragen zu stellen, ist ein parlamentarisches Recht, auch in dieser Stadtverordnetenversammlung. Und wenn Sie der Meinung sind, dass es zu viele Fragen sind, die gestellt werden können, dann müssen Sie einen Antrag auf den Weg bringen, dass die Menge der Fragen begrenzt wird. Aber nicht, weil es Ihnen nicht passt, dass wir Fragen stellen, hier so einen Auftritt abzuliefern. Das finde ich schon wirklich auch ja, sehr bedenklich, dass Sie zu solchen Mitteln greifen. Zur Sache der Offenlegung der Studie möchte ich mal sagen, dass beispielsweise auch der Ortsbeirat Harleshausen mehrfach darum gebeten hat, dass diese Studie offengelegt wird und veröffentlicht wird. Genau aus den Gründen, die Frau Zimmermann gerade genannt hat. Erstens, weil es eine mit öffentlichen Mitteln bezahlte Studie ist und natürlich die Öffentlichkeit was angeht. Und zweitens, das ist nochmal ein ganz wichtiger Punkt, natürlich können auch konstruktive Alternativvorschläge besser entwickelt werden, wenn man genau weiß, wie denn eigentlich diese Kosten-Nutzen-Berechnung zustande gekommen ist und welche Faktoren da einfließen, welche Abwägungen, welche Spielräume und so weiter. Und das, finde ich, ist kein unbilliges Anliegen, sondern es ist eigentlich eine Selbstverständlichkeit.